mal an! Sissi, wir ruhen ja! Schießt nicht, wie die immer mehr nach Bad Bad abfällt! Was ist denn da los? Entweder pennen wir um den Steuerstuhl, oder? Sieht nach Ruderschaden aus! Wenn die sich querlegen, knallen wir genau drauf! Hey, Paul! Hallo, Veronia! Hier ist MS Franziska! Ich bin dicht hinter euch! Was macht ihr? Warum schert ihr aus? Ich bin manövrierunfähig! Mein Ruder klemmt! Aber du wacht schon, ich kann doch hier nicht stoppen. Was ist los? Jetzt macht doch schon, sonst fahr ich euch in den Arsch. Was gräbst du dir denn da rum? Ach, die Veronia hat Ruderschaden. Verdammt nochmal. Quetsche Steuerbord vorbei. Kann ich doch nicht so Überholverbot. Quatsch, geh vorbei, sonst erst krachen. Ach, lass mich los, mach's schon. Geh weg. Gewehr. Na. Geh weg, sag ich. Fahr mir ihn an, Vater. Es wird zu knapp. Bin ja nicht blind. Geh lieber runter, die Maschine läuft wieder nicht rund. Hörst du das nicht? Die läuft schon seit Straßburg nicht mehr rund. Stopp, lass Anker fallen. Dieser verrückte Hund, der hätte uns doch bald rasiert. Das fehlte nicht viel. Komm an. Sag mal dem Opa, wenn er nicht bald die Maschine überholen lässt, dann haben wir bei der nächsten Bergfahrt einen Kolbenfresser. Das sag ich mal lieber selbst. Bist du nicht oben? Nee. Hast du was zu trinken für mich? Ach, und dir selbst. Ich muss das Kleid von Christa bügeln. Soll schon sein, immer die alte Leier. Hat er die Biele vom Hasper gejagt? Lange mache ich das nicht mehr mit, dann schmeiß ich ihm den ganzen Dreck vor die Füße. Er ist der Boss, oder? Ja. Ich bin 30 Jahre und kein dummer Junge mehr. Ich bin auch Schiffsführer. Ich habe genauso meine Patente wie er. Ärger dich doch nicht so, Paul. Er weiß doch, was er tut. Er weiß genau, was er an dir hat. Ja, das möchte ich bezweifeln. Warum sind denn meine Brüder alle abgehauen? Nur weil er keinen hat hochkommen lassen. Für drei Jungen ist kein Platz am Bord. Nee. Sich täglich für den Alten abrackern und sich dann anranzen lassen. Und das jetzt wieder mit der Veronia. Das musste er natürlich machen. Dann fährt er wie ein Verrückter beim Überholverbot vorbei. Es ging doch gut. Ich schaff es. Ich mag das, so wie ihr fährt. Naja, ihr Holländer. Immer drauf wie die alten Seeräuber. Weißt du was, Affje? Du hättest den Alten heiraten sollen, nicht mich. Nein, heirate nicht. Aber er ist der beste Schwiegervater, den ich kriegen konnte. Na denn, Prost Mahlzeit.
meine Mütze. Willst du wieder rauf? Nee, ich bin sauer. Ich lasse ihn erst mal oben alleine schmoren. Hallo Karl, wie geht's? Dann ist er still. Komm mal auf Kanal 13. Ja, Gott, verstehst du mich jetzt besser? Besser. Alles klar an Bord? Alles klar. Wo kommst du denn her? Aus Straßburg. 1000 Tonnen Feingold für die Bank von England. Schön wär's ja. Leider nur 800 Kali nach Walsum. Ganz miese Reise. Du, Karl, pass auf. Hinter mir bei Kilometer 531 schlägt er die Veronia rum. Ruderschaden. Ruf mal den Wasserschutz, jeder was passiert. Okay, schönen Dank. Gruß an Paul. Jawohl, gute Reise. Das ist der wilde Franziska. Die wilde, wieso? Weil der Schiffsführer Jakob Filter heißt. Nur einer von den alten Partikulieren hier auf dem Rhein. Bald 70, der Jakob. Da fährt er noch? Der kann es nicht lassen. Dabei hat er jetzt ganz schön zu knabbern, als Einzelfahrer. 800 Tonnen Kali. Für so eine Reise hätte er sich vor ein paar Jahren nicht mal die Mütze aufgesetzt. Nico, komm mal her. Nimm den Haspel. Rüber drücken. Ja, so. Mehr Steuerbord. Ja, siehst du, jetzt hast du wieder das schnelle Wasser. Wie schnell? Die Strömung hier, meinst du? Ja, die Geschwindigkeit. Oh, das hat hier im Gebirge gut seine 5 Meter in der Sekunde. Dazu kommt unsere Maschine 660 PS und der Druck von 800 Tonnen Ladung. Rechnen wir aus, mit welcher Geschwindigkeit wir hier zu Tal schießen. Vorhin, mit der Veronia im Bingerloch. Das war ein Ding. Ja. Was anderes war da nicht drin. Der Bremse saß nicht. Und wirfst der Anker, der schlittert dir auf der glatten Rheinsohle weg wie nicht. Da hilft nur beten und mit voller Pulle vorbei. Trotz Überholverbot? Gibt's ja nicht, Junge. Handeln in letzter Sekunde. Paragraph 1 Absatz 5 PVU. Bingerloch ist noch immer gefährlich, ne? Oh, nicht mehr so wie früher. Sie haben es ja jetzt entschärft und breiter gemacht. Aber wie ich so alt war wie du, mein Vater hatte für die Franziska eine Reise durchs Bingerloch. Da stand Mutter immer achtern. Alle Wertsachen, die Familienpapiere und das Sparbuch im Köfferchen für den Fall, dass es krachte. Und wenn wir halt durch waren, dann wurde in der St. Nikolaus Kapelle zum Dankgebet eine Kerze gestiftet. Kilometer 544. So, noch pass auf, Junge. Da vorne bei der Krümmung, da musst du den Kurs durch Peilung halten. Siehst du auf Backbord die Kirche von Bacharach? Ja. Da hältst du genau den Buch drauf. Und nicht abfallen. Im Hang sind gemeine Felsriffe. Ja. So, jetzt liegst du wieder gut. Und du kannst heute Nachmittag deinem Vater erzählen, dass du 4 Kilometer die Franziska allein gefahren hast. Meinst du, er kommt? Warum denn nicht? Tante Marthas Geburtstag war immer Familientag. Da rockt die ganze Schlangenboot wieder zusammen. So, nur spring runter und hol meine Zigarrentasche. Wir sind gleich in Kauf. Also ich lerne das nie. Ach, Otto, so gibt das doch nie was. Ja, das Papier geht da auch kaputt. Du drückst zu fest. Ach, drückst zu fest. Na, was du dabei an Tabak verkrümelst. Mensch, das wäre mir zu teuer, du. Kauf dir doch ein Maschinchen. Doch, Maschinchen, das ist ja doch teuer. Das Beste wäre, ja, nicht mehr rauchen. Was, ja, überhaupt nicht mehr rauchen? Ja, was soll man denn dann tun bei der Warterei? Gestern habe ich hier 3 Stunden herumgesessen. Nur 3 Stunden? Hast du aber Glück gehabt, du. Ich hab nur Skat gespielt, da werden bei dem Scheiß über 4 Mark verloren. Müsste Lotsenzwang eingeführt werden. Bessere Tarife.
Wie bei einer Gewerkschaft. Ah. Gewerkschaft? Du spinnst. Wir sind freie Gewerbetreibende. In unserer kleinen Lotsenvereinigung? Wie viele Rheinlotse gibt's denn überhaupt noch? Glaubt ihr, dass sich um uns paar Figuren noch eine Gewerkschaft kümmert? Dennis hat recht. Wenn noch ein paar Jahre vergehen, dann brauchen die überhaupt keine Lotsen mehr. Dann haben die den Mittelrhein reguliert und verbreitert. Hallo Lotsenstation, ist Hennes da? Hennes, dein Freund Jakob! Lotsen? Ja, du musst sogar Zigarren raufbringen. Das ist aber ein Wunder. Wieso? Weil ich der Opa das Lotsengeld gern selber einsteckt. Na komm, so ist er doch mal auch nicht. Doch, genau so ist er. Da kommt ja das Boot. Apfel, bring mal einen top guten Kaffee rauf. Hennes Bier kommt an Bord. Ja, in Ordnung. Ist gut. Tag Paul. Tag Nico. Alle beiden noch gut beieinander? Oh ja, wir schaffen es noch eine Weile. Was fahrt ihr denn? Ab Kali von Straßburg. Ja. Ihr seid in letzter Zeit nicht mehr im Gebirge gewesen, gell? Nein, mehr so auf dem Niederrhein. Ja. Und was macht mein Freund Jakob? Ach Gott, alle mal dasselbe. Na ja, also dann wollen wir mal. Nico, ja? Bring das Kaffee rauf. Hm? Welches ist oben? Oder wärst du lieber eine Flasche Bier? Nee, danke du, mein Magen, weißt du? Wann hast du denn Magen? Du, das kommt auch so mit den Jahren. Dann willst du wohl auch keinen starken Kaffee, wa? Nee, lieber nicht. Und auch keine Zigarre? Du, das darf ich nicht mehr. Mensch, Hennes, da bist du aber arm dran. Wie alt bist du denn jetzt? 63. Oh, so ein junger Spund. Mensch, ich bin 68, bald 70. Na ja, du Kraftmeier. Du, komm, lass mich mal ran. Nee, hock dich mal hin. Und hier, steck dein Geld ein. Mensch, ich kenne doch ja jeden Kiesel unterm Wasser. Jakob, mach keinen Quatsch. Warum hast du mich denn an Bord genommen? Weil ich mich freue, dich mal wiederzusehen. Erzähl was. Na ja, meinetwegen. Na, siehst du. Oh, riechen aber gut, die Zigarren. Holländer aus Rotterdam, zollfrei. Ob ich es doch wieder mal versuche? Ja, danke. Na, uns Geschäft. Kommst du zurecht mit deiner Franziska? Zurechtkommen? Na ja, es ist alles viel schwerer geworden, viel härter. Besonders für uns Partikuliere. Die Franzosen, Belgier, Holländer, jeder kalkuliert natürlich messerscharf. Für uns bleibt eben zu wenig. Ja, die goldenen Jahre sind vorbei. Ja, leider. Die 50er und auch noch die 60er. Als wir von den Seehäfen bis zur Halskrause voll mit Kohle fuhren, schönes Geld haben wir damals verdient. Ja, bei uns lässt es auch nach. Wirtschaftskrise. Zuerst merkst du es auf dem Rhein. Du, pass auf, Jakob. Bei den sieben Jungfrauen, da liegen dicke Brocken im Fahrwasser, die haben gestern gesprengt. Keine Ahnung, Hennes. Bei Jungfrauen passe ich immer ganz besonders auf. Simmer, unsere Kretzner. Wird nächstes Jahr auch schon schulpflichtig. Naja, wie die Zeit vergeht. Das ist heute großes Familientreffen in Leutesdorf. Oh, so groß wird es nicht werden. Eine Kaffeepause. Wir haben ja alle nicht viel Zeit. Immerhin, man hat das 60. Geburtstag. Na ja, so eine Frau müsste man haben. Willst du heiraten? Ist doch zu haben. Ach, bist du bei dem Jahrgang? Kriegst du auch nicht. Die brauche ich doch fürs Haus. Willst du das auch halten? Mensch, eine Familie muss einen festen Platz haben. Da
Das Haus hat mein Vater noch gekauft, Ende der 20er Jahre. Da habe ich mein Mariechen geheiratet, da sind meine Söhne geboren. Und du? Wo ich geboren bin, meinst du? Ja. Hier auf der Franziska, mitten am Rhein, auf der Fahrt nach Duisburg, genau unter der Düsseldorfer Brücke. Komm, hm? Geh lieber in deinen Garten, hm? So, hier kannst du schön spielen, hm? Gibst du mir auf dein Radio? Nee, das machst du mir nur kaputt. Bäh. Tschüss. Kommen wir hier nicht mehr durch? Hier, Knicksfrischstelle bitte. Ja, so siehst du aus. Wo wollen Sie denn hin? Zum Rhein runter. Du bist umleitig nachfahrt durch die Amselgasse. Ja, ihr macht Sachen. Ist man mal zwei Wochen nicht zu Hause, wartet gleich eine U-Bahn. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die nächsten 60. Oh, um Gottes Willen, Junge. So, jetzt fängt das Leben doch erst an. Dann mach du nur deine Witze, komm rein. So. Sieht ja schon ganz festlich aus. Ja, hoffentlich kommen sie auch alle. Wie hast du dich denn frei gemacht? Ich hab frei. Aha. Ich fahre jetzt die 14-Tage-Schicht auf dem neuen Schuber. Meines Mann drei. 14-Tage-Schicht, eine Woche frei ist wunderbar. Wieder mal richtig ausschlafen. Aber wieder ins Kino gehen. Ab und zu mal klein leben. Und der Dienst? Ja, das schlaucht natürlich ganz schön. Da geht's rund. Tag und Nacht. Tja. Das hier? Oh, für mich? Habe ich dir mitgebracht aus Antwerpen. Oh, danke. Pack schon mal aus. Hm? Stell dir zwischen die Blumen ins Wasser. Hm? Schön. Fällt sie dem? Ja, wunderbar. Draußen für meinen kleinen Tisch. Echte handgeklöppelte Brüsseler Spitze. Das machen die Frauen bei einer Heimarbeit. War wohl sehr teuer, ne? War nicht teuer. Oh, ich danke dir, mein Junge. Schön. Was denkst du denn, wann die Franziska anlegt? Ja, ich weiß es ja nicht. Paul telefonierte aus Straßburg. Sie fahren Kali nach Duisburg. Und wenn Sie die Orderstation passieren, dann wollen Sie mich anrufen. Mhm. Mein lieber Bruder Ernst? Ja, ob der kommt? Du, da fällt mir ein, ich muss noch schnell zum Milchmann Sand holen. Kann ich das machen? Ach, bleib du doch hier. Hast du überhaupt Mittag gegessen? Aber spät und gut gefrischt. Na, nur lass mal, ich lauf schnell. Tschüss, Jakob! Du, Vorsicht, das sind Siegern drin. Also macht's gut, Junge, und gute Reise, gell? Ja, was? Alt geworden, der Hennes. Wenn ich schon nicht so klein war, kamen die Lotsen noch in ihren eigenen Schlupf angeholt. Mensch, brauchen wir die Lotsen heute wirklich noch? Na, hör mal, unseren Alten da oben, den kannst du nicht rechnen. Der kennt sich hier aus. Aber wer selten hier im Gebirge fährt, sonst immer nur am Niederrhein rumfährt, stell dir mal vor, die würden hier unter Lotsen rumfahren. Weißt du, was es bedeutet, wenn hier ein Schiff absäuft? Ja.
Das Schlimmste ist, wenn der Fahrweg blockiert ist. Kommt da keiner mehr durch. Da hängen 100 und mehr Schiffe fest. Dann gehen alle zur Minenflöten. Für die Industrie ist das ein Schaden, der geht in die Millionen. Nein, nein. Lotsen müssen sein. Was macht denn in meiner Bude? Was? Ihre Bude? Das ist mein Zimmer. Aber falls Sie nicht informiert sind, ich heiße Petra Lengerich und wohne seit einem Monat hier zur Untermiete. Aber können Sie jetzt vielleicht ein bisschen rausgehen, damit ich mich endlich anziehen kann? Ja, was wollen Sie denn noch alles anziehen? Darf ich mich denn nicht mal einen Moment von meinem Schrecken erholen? Brauchen Sie vielleicht noch ein Glas Wasser? Nee, danke. Na, Sie haben ja wenigstens Humor. Also, ich bin Brunewille. Und wenn Sie mir jetzt Ihr Patschchenchen geben, werden wir ja vielleicht Freunde werden. Oh, Vorbehalt. So was? Vermittelt bei mir mein Zimmer oder den Kopf hinweg, man sagt mir immer was davon. Na, wenn Sie auch nie was von sich hören lassen. Ich denke, Sie haben Ihre eigene Wohnung, irgendwo im Ruhrgebiet. Hallo, Sie sind ja gut informiert. Tante Martha, ne? Mhm, ich weiß so einiges. Ach, um Gottes Willen, da kann ja nicht viel Gutes dabei sein. Leider nein. Und Sie? Was machen Sie so? Hab Pause, Mittagspause. Aha. Da haben Sie wahrscheinlich auch einen Beruf, oder? Ich bin Angestellte. In der Sparkasse hier in Waltersdorf. Sparkasse? Da wäre ich als Kunde nicht sehr brauchbar. Sie halten wohl nicht zum Sparen, was? Nee. Hoffnungsloser Fall bei mir. Bei mir muss der Rubel noch rollen, wissen Sie? Bruno! Bruno! Ah, das ist Tante Martha wieder. Sehen wir uns nochmal? Ja, ich bin auch eingeladen zum Kaffee trinken. Das ist nett. Wissen Sie, wenn nämlich nur so die ganze Verwandtschaft zusammen war, das ist manchmal ein bisschen schwer zu ertragen. Kein Familiensinn, was? Will ich was sagen? Wir sind eine prima Familie, eine wunderbare Familie. Aber wissen Sie, was das Beste an uns ist? Dass wir uns alles so selten sehen. Tschüss, bis nachher. Hast du mal unter einer Maschine? Ja. Und was jetzt? Ja, was ich gesagt habe. Wir brauchen neue Kolben bringen und die Dichtung an der Ölpumpe ist kaputt. Das kann es nicht sein. Was? Die Drehzahl fällt ab. Sieh dir mal die Auspufftemperatur an. Steig immer höher. Tatsächlich, das ist der Formbring. Aber das liegt nicht an Kolbenringen und schon gar nicht an der Ölpumpe. Und dann? An deiner blödsinnigen Fahrerei vorhin am Binger Loch. Quatsch. Hätten wohl aufproben sollen, was? Das wäre mir ja gar nicht passiert. Jedenfalls weiß ich, dass man so eine runtergewirtschaftete Maschine nicht mit einem Ruck hochreißen kann. Geh lieber runter und seh nach, was los ist. Christa? Die ist doch in ihrem Gärtchen. Nee, da ist sie nicht. Dann ist sie oben bei Vater. Ja, da komme ich doch gerade her. Aber wo ist Nico? Weiß ich nicht. Der streicht, glaube ich, die Außenbordtreppe. Oh, dann ist sie bei ihm. Dann geh doch eben mal rauf. Das kann ich nicht. Wir haben Schwierigkeiten mit der Maschine. Dann gehe ich selbst. Komm, lass mal an. Mensch, jetzt hast du dich wieder dreckig gemacht. Nico!
Ich habe Ihnen doch verboten, Priester aus Ihrem Garten zu holen. Ich habe ewig Angst, wenn Sie hier rumdummt. Aber ich passe doch auf. Und außerdem hat sie einen Schwimmkragen an. Schwimmkragen? Da muss sie doch erst über Bord fallen. Und wie du aussiehst, mein Kind. Und dann kommt das Geburtstag. Da muss ich den Gott wieder waschen und umziehen. Komm auf, komm auf, schnell. Maschinenstopp, die Brennstoffleitung ist gebrochen. Nico soll kommen. Sauerei. Welche Leitung ist gebrochen? An den ersten beiden Zylindern. Wir müssen vor Anker gehen und reparieren. Bleib unten. Nico setzt Anker. Verstanden. Aufschirm. Ja? Nico soll den Anker klar machen. Ja. Nico! Anker fertig machen! Paul! Hörst du mich? Paul! Ja! Bring jetzt langsam nach Neuendorf auf! Verstanden? Verstanden! Paul! Kannst du abdichten? Ich bin ja schon dabei. Setz eine Verschlussmutter auf die Leitung. Was ist denn hier passiert? Komm, hol mir mal einen 17er Ringschlüssel. Ich geh mich umziehen. Du richtiges kleines Ferkel. Eben dein Schwimmkragen ist schmutzig geworden. Ich wollte dir nur helfen beim Malen. Ich brauch meine Drecksklamotten. Wir müssen reparieren. Wie siehst du denn aus? Der Papa ist aber ein großes Ferkel. Das hast du gerade nötig. Den Dreck von der Maschine in die Schnauze bekommen. Es geht nicht weiter. Nicht weiter? Und dann macht das Geburtstag denn? Das schaffen wir nicht. Der fällt aus. Britannia, Brücke, dazu. Ja, Moment, hier vorne. Herr Wilde? Ja? Ihre Frau wird Zentrale. Danke. Ja, Ruth? Wo bist du denn jetzt? Du, ich musste doch noch mal ins Architektenbüro. Ich muss doch entscheiden, welche Heizung wir einbauen lassen. Ach, du lieber Gott. Also, das verstehe ich jetzt wieder nicht. Dafür hattest du doch 3 Tage Zeit. Du, das dauert hier noch einen Augenblick. Das ist gar nicht so einfach. Sag mal, kannst du nicht ohne mich nach Leutesdorf fahren? Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Du kommst mit. Jetzt habe ich gedacht, du würdest dich freuen, Nico wieder mal zu sehen. Na ja, das tue ich doch auch. Also du hast schon ganz recht, ich komme mit. Hm? Also gut, nimm dir ein Taxi und komm her. Nein, nicht hierher, das ist jetzt zu spät. Es ist jetzt kurz nach 20:30. Fahr gleich zur Brücke 2. Wir nehmen den Rheinfall. Gut. Alles klar? Okay, bis gleich. Wiedersehen. Wiedersehen. Herr Herzog? Ja? Bitte? Ich schwirre jetzt ab. Seien Sie doch so freundlich und rufen schon mal durch. 2 Plätze auf dem Rheinfall. In Ordnung. Sie bleiben an Bord? Ja. Dann veranlassen Sie doch bitte, dass Herr Kaps die Elektronik am Strahlruder kontrolliert. Da waren heute Morgen ein paar geringe Abweichungen. Ja. Also dann machen Sie es gemütlich. Ich bin pünktlich wieder an Bord. Wiedersehen, Captain. Viel Spaß noch. Wiedersehen.
Da ist er auf dem letzten Drücker. Na ja, ich habe keinen Taxi gleich bekommen. Na ja, klar, komm. Natürlich rechne ich damit. Worauf ich mich aber am meisten freue, ist, dass Sie unseren Nico wieder mal sehen. Das ist doch ganz klar. Aber Ernst, um eins muss ich dich bitten. Du darfst diesmal nicht wieder so lasch sein. Du musst mit Vater reden. Also bitte, was ich Vater zu sagen habe, das weiß ich allein. Ja, aber bei der Unterredung will ich dabei sein. Du hast doch gar keine Ahnung. Du bist doch nie zu Hause. Du gondelst dauernd zwischen Rotterdam und Basel hin und her. Entschuldige, dass ich einen Beruf habe. Bitte sei doch jetzt nicht so gereizt. Aber du weißt ganz genau, dass ich große Entscheidungen zu treffen habe. Die Bank will Garantie und der Architekt will seine Aufträge. Ja, das ist es ja eben. Du hast alles überstürzt. Du hast mich in eine ganz dumme Lage gebracht. Aber ich bitte dich, du hast doch ein Anrecht auf einen Anteil vom Familienkapital. Also du redest, als ob sich das schon um ein Erbe handelt. Aber Gott sei Dank ist Vater noch recht lebendig und wie ich hoffe auch noch recht gesund. So, jetzt können wir es mal versuchen. Afja! Ja? Lass mal langsam die Maschine an! Ja, ich probiere es. Aber bleib in Deckung, hä? Aus! Stopp! Runter mit dem Fleck! Komm her, jetzt mach die Dichtung endlich! Ja, nachher weißt du immer alles besser. Nico, geh mal eine neue Dichtung holen. Nein, aus dem anderen Kasten. Der Radio von der Francisco. Hallo! Afje! Hoe gaat het ermee? Is er wat in de hand? Liggen jullie verankerd? We hebben last met de motor! Moet ik bijdraaien en helpen? Ik vraag het even! Hallo vader! Daar is die Jan Slipkens, kan ik je helpen? Nee, je komt klaar! Ja. Ik heb drie handige mannen aan boord. Oké, tot ziens hè. Dag. Zo, jetzt sitzt du fest. Afje, mal wieder anlassen, aber vorsichtig. Viertelkraft. Ja, also. Du hast viel zu viel Zeit verloren. Der Leutestorf reicht jetzt nicht mehr. Am besten, wir fahren gleich durch. Das kannst du dem Martha nicht antun. Mit der Tasse Kaffee reicht's ja auch all den Glückwünschen, liebe Tante, noch dieses kleine Geschenk für dich. Ich hoffe, es gefällt dir. Ach, danke schön. Die wussten nicht so recht, was wir dir schenken sollen. Du hast ja alles hier so hübsch. Ach, Kinder. Aber neulich, da war ich in Rotterdam, habe im Schaufenster das gesehen, habe ich gleich an dich gedacht. Ach, ist die hübsch. Ja, das ist echte holländische Klöppelarbeit, Tante Martha. Ja. Du Brüderchen, echte Brüsseler Spitze. Wie? Die gleiche. Du hast ja schon eine. Kinder, das macht ja jetzt nichts. Bruno hat mir nämlich gerade vorhin... Aus Antwerpen auch eine Decke mitgebracht. Ob die nur aus Antwerpen ist oder aus Brüssel. Lass mal, da ist ja ein Etikett dran. Lass mich mal sehen, woher die kommt. Wenn man euch Männer schon einkaufen lässt. Wisst ihr, was da steht? Hergestellt in der DDR, Spitzenerzeugnis aus Plauen. Das ist ja richtig. Hier steht's auch. Es lebe der Ost-West-Handel. Das ist doch glatter Betrug. Ach, was? Wir sind nur ein bisschen blöd, wir beide. Kinder, das macht doch nicht wirklich nichts. Beide sind schön und beide gefallen mir. Ich bedanke mich sehr. Ja, danke. Du setzt euch aber erst mal. Das ist doch wirklich ein tolles Ding. Wahrscheinlich bringt Paul jetzt aus Basel noch solche Schweizer Spitzen mit.
Wo bleibt eigentlich unser Vater mit der Franziska? Ach, du kannst wohl gar nicht erwarten, den Alten wiederzusehen, ne? Oh, sprech nicht so von eurem Vater. Wieso? Wenn er weit weg ist, habe ich ihn immer sehr gern. Ach, du hast doch immer die große Klappe. So, Kinder, nun mache ich erstmal einen Kaffee, gell? Ja. Ja, was ist denn, wenn die Franziska nun wirklich nicht kommt? Vielleicht sind sie irgendwo hängen geblieben. Das wäre gar nicht schön. Wir müssen dringend mit Vater reden. Wieso? Ist was los? Ach gut, sag's ihm doch schon. Hör mal zu, Bruno. Bist du eigentlich im Bilde, wie es um Vaters Finanzen steht? Machst du dir Sorgen um ihn oder willst du ihn anpumpen? Quatsch. Du weißt ganz genau, dass wir bauen wollen. Ja, ja, von dem Schwachsinn habe ich auch schon gehört. Was heißt der Schwachsinn? Wir sind in einer Zwangslage. Unser Haus ist verkauft, wechselt den Besitzer. Und die Wohnung ist gekündigt und wir müssen raus. Schließlich will mich auch nicht das ganze Leben mit diesen Hausvermietern rumärgern. Mhm. Und jetzt langt's nicht zum Bau, ne? Brunchen, komm doch mal! Ja, ich komm. Hilf mir mal! Dankeschön. So. Holen wir die Sahne aus dem Kühlschrank. Ja. Das macht mich ganz nervös. Aber könnt ihr doch wenigstens mal anrufen. Die Orderstationen sagen uns doch dann gleich Bescheid. Ich verstehe das gar nicht. Eigentlich war die Finanzierung ziemlich gesichert. Natürlich entstehen immer mehr Kosten. Das alte Spiel. Zum Schluss ist alles teurer. Also, wie viel brauchst du? Ich dachte so, ich brauche eigentlich nur noch einen kleinen Restbetrag. So 50.000 Mark. Ach, du dickes Ei. Und diese 50.000 willst du vom Vater? Glaubst du, dass er uns das Geld nicht geben wird? Er hat doch Reserven. Naja, wahrscheinlich, aber nicht dafür, dass ihr euch eine Villa baut. Du tust gerade so, als ob das dein Geld wäre. Gut, bitte. Doch. Ist doch wahr. Bisschen empfindlich, die Teure, hm? Na ja, nun lass schon. Wir wollten ja nur mal deine Meinung hören. Außerdem wird Vater bald 70 Jahre. Die Franziska ist noch älter. Baujahr 1902. Das ist ja noch Steinzeit. Und? Worauf willst du hinaus? Ja, wir meinten eben, dass Vater die Franziska endlich aufgeben würde. Mein Gott, das Schiff ist doch völlig unrentabel. Völlig überaltert. Na, dir brauche ich das doch nicht zu erklären. Aber so ein alter Partikulier wie Vater, der schwimmt doch in dieser hochtechnisierten Schifffahrt direkt gegen den Strom. Wir wollen Vater nur zureden, das Schiff zu verkaufen. Jetzt ist nämlich noch eine günstige Zeit. Oder er soll sich wenigstens die Abwrackprämie sichern. Mhm, ja, ja, damit du schneller deine 50.000 kommst, ne? Oh Gott, du bist immer so spitz und direkt. Das ist meine charmante Art. Ja. Ich will was sagen, Brüderchen. In manchem hast du ganz recht, aber wenn ich Vater wäre, würde ich dir sagen, mein lieber Junge, du spinnst. Auf der einen Seite willst du mir einreden, dass das Geschäft nichts mehr abwirft, ich soll es aufgeben. Auf der anderen Seite willst du Geld von mir, das ich nur durch das Geschäft erwerben kann. Hm? Nee, nee. Die Rechnung geht nicht auf, das nimmt dir der Alte nicht ab. Außerdem, ich glaube, unsere Franziska ist noch ein wackeres Mädchen. Trotz ihres Alters, die macht ganz gut noch ein paar Jährchen. Der Alte wenigstens jetzt eingesehen. Vor der nächsten Reise wird die Maschine general überholt. Oh, das ist schön. Ich hoffe es, aber geh erst unter die Dusche. Es geht nicht. Nico und Vater sind da. War vielleicht eine scheiß Arbeit. Komm, gib mir mal einen Kuss. Geh weg. Ich glaube, den Dreck kriegen wir gar nicht mehr ab. So, da hinten in den Ohren hast du den Schmier. Du siehst aber auch aus wie ein Ölscheich. Was ist denn nur los? Ist der Tank etwa leer? Gott verdammt nochmal. Das ist eine schöne Schweinerei. Aber das ist dein Bier, mein Junge. Hab ich dir nicht gesagt, der Wassertank muss immer voll sein? Ja, aber ich dachte, dass... Du sollst nicht denken, du sollst rechtzeitig nachsehen. In die Dreckschweine kommen wir jetzt nach Leutesdorf. Ruf dir zurück, wenn sie in Sicht kommt. Okay, danke. Prima, danke. Die Autostation weiß noch gar nichts. Nichts zu sehen, nichts zu hören von unserer Franziska.
Ja, ich fürchte, dann wird es zu spät für uns werden. Ach, Kinder, du wirst doch nicht gleich nervös. Ja. Ah, endlich. Ich habe ja schon sehr auf Sie gewartet. Na, nicht gleich übertreiben. Ich komme gleich runter. Ich muss mich nur ein bisschen frisch machen. Warten Sie, ich komme mit. Ich bin der perfekte Frischmacher. Das kann ich mir denken. Aber Sie bleiben gefälligst unten. Soll sich gleich im Hafen abmelden. Ja, ich gebe durch. Für wen war die zweite Order? Was? Ja, ich kann nicht verstehen, der Tanzhauer läuft gerade. Moment mal. So, jetzt geht's weiter. Ja, das war die Lauterbach. Mit 2000 Tonnen Feinkohle an Bord. Soll leichtern in Karlsruhe. Ja, hab verstanden. Danke. Aha, die Franziska kommt. Du kannst gleich mal anrufen, Jupp. Bei den Wildes in Leutesdorf, die warten schon. Wenn sie euch sehen. Wenn ich ihr wenigstens die Hand geben kann. Sie kommen, sie legen schon an. Komm, lass mich auch sehen. Ach, ach ja. Jetzt setz dich rasch noch mal Kaffeewasser auf. Gut, jetzt komm doch schon. Wir wollen mal sehen, ob Nico schon richtig festmachen kann. Nico! Sag Mutti! Na Jung! Hallo Bruno! Sag mal, wie siehst du denn aus? Auch so sehen wir alle aus. Ja. Wir hatten Maschinenschaden und kein Waschwasser im Tank. Hey Nico! Ich komme. Ich muss Paul noch helfen. Bis nachher. Wie schmal der Junge geworden ist. Das macht nichts. Da kommt Vater. Los, Nico, mach Abstand fest. Maschinenschaden. Wird ganz schön sauer sein, der Alte. Ich hab's ja gesagt, die Franziska ist jetzt einfach fällig. Bloß kein Geld mehr reinstecken. Verkaufen oder abwracken. Na, ihr kommt aber spät. Ja, Herzlichen Glückwunsch. Maschinenschaden in Koblenz. Oh, Brennstoff leider mal gebrochen. Bei Nahkollision am Bügel. Wir warten schon 2 Stunden auf euch. Du komm aber erst mal Kaffee. Kaffee, Badewasser brauche ich wie alle drei. Oh, komm mal. Ja. Du siehst schon, wie wir aussehen.
Mit dem Dieselgestand verpesten wir die ganze Bude. Kommt waschen! Ja. Ab jetzt erst mal eine halbe Stunde zu tun. Na, du bist aber groß geworden, ha? Hier sieht am wenigsten ein bisschen sauber, aber die Männer... Das habe ich nur zum dritten Mal Kaffee gekocht und die Kerle wollen erst baden. So ein Durcheinander. Sag mal, ist Nico auch oben? Ja, eben, mit drauf. Dann geht mal zu. Ich muss bei uns saubere Wäsche holen. Nun rennt mir doch nicht alle wieder davon. Ich hab doch Geburtstag. Willst du schon eine Tasse, Jakob? Ja, komm rein, altes Mädchen. Den nackten Mann hast du ja wohl schon mal gesehen. Ach, Jakob, komm. Komm, setz dich. Ja, wohin denn? Egal, auf den Lokus. Ich will dir nämlich eine Geburtstagsrede halten. Ach, Jakob. Wir sind ja ziemlich in Zeitnot, Martha. Es tut mir leid, wir haben dir den ganzen Tag vermasselt. Aber weißt du, Jakob, daran habe ich mich nur schon so langsam gewöhnt. Hör zu. Eigentlich wollte ich es ja etwas feierlicher machen zu deinem 60. Aber so in der Badewanne. Also, liebe Martha, du bist ja wirklich in allem etwas zu kurz gekommen. Ach, das ist nicht wahr. Sei still und red mir nicht dazwischen. Meine drei Jungs hast du schon als kleine Kinder um den Hals gehabt. Mit mir hast du ja manchmal auch ganz schön Ärger bekommen. Und du hältst hier unser Haus in Ordnung. Ach nee, ja, was das so? Du sollst mir nicht dazwischen reden. Sei still. Ich habe mir lange überlegt, was ich dir zu deinem Geburtstag schenken könnte. Aber Jakob, ich hab doch alles. Eben. Und weil du schon alles hast, Waschmaschine, Heizkissen und Fernsehen, den ganzen Scheißdreck, da habe ich mir gedacht, jetzt soll die Martha endlich mal eine schöne Reise machen. Eine Reise? Ja, habe ich mir gedacht. Wenn hier so das richtige Dreckwetter anfängt, dann setzt du dich mit deinem hübschen runden Hintern auf ein schönes weißes Schiff. Nicht hier auf den Rhein, nee, jetzt sollst du mal eine anständige Kreuzfahrt durchs Mittelmeer machen. Na, ist das was? Und alles schon perfekt, gebucht und bezahlt. Ach, durchs Mittelmeer? Oh, Jakob, Mensch. Ja, wenn du jetzt heulst, dann schicke ich dich zu einem Eskimos auf den Nordpol. Hol mir lieber frische Wäsche, wir müssen gleich weiter. Ja, ja. Wie das jüngste Mitglied der Familie vorstellen? Meine Nichte, Christa. Ich hab schon gehört, die Franziska ist da. Grüß dich, Christa, ich heiße Petra. Tag, Petra. Ups. Ah! Und das ist mein Bruder Paul, im Urzustand. Ich hab's mir gedacht. Ja, es ist nämlich nicht nur wir, wir sind auch manchmal wir, wie Sie sehen. Ah, Afir! Komm her, zeig dich mal. Soll ich vorstellen? Meine Schwägerin Afia, und das ist Fräulein Längere. Ich war zwei Monate Untermieterin im Hause. Hallo, Afia, komm doch runter. Ich bin noch nicht fertig. Ja, Entschuldigung, ich muss noch einpacken. Ich sah also ein bisschen verrückt heute. Komm mal, Christa. Also gut, gehen wir runter zum Rest der Familie, ne? Ja. Stell dir vor, Mutti, heute im Gebirge bei Kaub. Habe ich ganz alleine am Astflug gestanden. Ungefähr 3 bis 4 Kilometer lang. Opa stand natürlich dabei. Gefällt's dir denn wirklich auf der Franziska? Ja, klar, prima, Mensch. Wir hätten dich so gerne auf die Maschinenbauschule geschickt. Kann ich ja immer noch machen. Aber erst mache ich meinen Matrosenbrief auf der Franziska. Na, sag mal, glaubst du denn, dass die noch so lange durchhält? Ja, klar. Wie kommst du denn darauf? Nur wegen dem Maschinenschaden heute? Nee, nee, so wie die gebaut ist, macht die noch glatte 70 Jahre oder mehr. 70 Jahre? Naja. Und das ist mein Bruder Ernst, der klügste und der tüchtigste von uns drei Jungs, Kapitän auf der Britannia. Komm, komm, lass doch den Quatsch. Guten Tag, Freund Lenkrich. Hab schon viel von Ihnen gehört. Tja, so ein richtiger Familientag. Und ich stehe hier ganz alleine rum. Alle haben sich verkrümelt. Da wird gebadet, wird gepackt, Kinder, da wird Kaffee gekocht. Hallo. Wisst ihr, was Jakob mir zum Geburtstag geschenkt hat? Eine Schiffsreise durchs Mittelmeer. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Donner, das ist sehr spannend. Vater ist in Geberlaune. Ja, da gratuliere ich dir, Tante Martha. Ja. Du hast es aber auch verdient.
Ich freue mich mit. Ja. Ist Vater noch in der Wanne? Nee, jetzt ist er raus. Na los, die beste Gelegenheit beim alten Versuch, dein Glück. Meinst du? Na klar, Horan. So, jetzt sind wir endlich allein. Gott sei Dank. Mensch, pack bloß nicht so viel Kram ein. Wir wissen doch nicht, ob wir vor dem Herbst noch wieder hier sind. Ich will jetzt aber endlich ein Stück Kuchen haben. Ja, ich auch. Du hast völlig recht. Und eine Tasse Kaffee dazu. Ich weiß nicht, ob das noch geht. Vater drängelt so. 50.000 Mark? Bist du wahnsinnig? Wo soll ich so viel Geld hernehmen? Es gibt da Möglichkeiten, Vater. Welche? Unser Haus zum Beispiel ist schuldenfrei. Du bekämst jederzeit eine Hypothek. Aber doch nicht 50.000 Mark, Menschenskind. Ich muss erst mal Geld zusammenkratzen, damit die Maschine gründlich überholt wird. Ja, dann wäre da noch eine andere Möglichkeit. Gib die Franziska auf. Verkauf sie oder lass sie abwracken. Da steckst du noch eine hübsche Prämie ein. Sag mal, hast du den Verstand verloren? Ich soll die Franziska aufgeben? Mein Schiff, das uns ernährt? Paul Afiel, das Kind, mich, Martha? Ja, aber Vater, du willst die Entwicklung einfach nicht sehen. Du stellst dich blind. Ihr alten Partikuliere, ihr habt doch nur eine Handvoll Jahre vor euch. Heute schon jagst du jeder Reise nach, so klein sie auch ist. Und was da noch unterm Strich bleibt? Vater, ich kenne doch die Zahlen. Ein Scheißdreck kennst du. Und wenn du mich für einen alten Idioten hältst, den man jetzt schon auf die Rentnerbank schieben kann, dann hast du dich verdammt geirrt. Die Franziska abwracken. In alten, ausgeleierten Lastkarren auf den Schrottplatz fahren? Vater, mit Sentimentalitäten hat man keine Überlebenschance in unserem Geschäft. Wenn du das Sentimentalität nennst, mein Junge, dann bist du aber ein ganz armer Hund. Auch in deinem piekfeinen Kapitänsrock. Wenn du unbedingt so ein Traumhaus bauen willst, dann lass dir etwas anderes einfallen. Aber die Franziska streicht endgültig von deiner Rechnung. So, und jetzt habe ich keine Zeit mehr. Ich habe einen festen Löschtermin. Tut mir leid, Ernst, in 10 Minuten legen wir ab. Tja, dann... Möpfchen. Ja. Ach klar. So. Nee, nee, hol du dir mal einen Stuhl aus der Küche. So, Schluss, Herrschaften, wir legen ab. Ach, Jakob, das geht nicht an das Mädchen. Ich muss rechtzeitig in Duisburg sein. Schön, euch alle mal wiedergesehen zu haben. Paul, Kaffee, Nico, komm. Tschüss, dann geh weiter. Ja, danke für alles. Muss ich euch den Kuchen eben einwickeln und mitgeben. Ich helfe dir, Martha. Ja, das dann wiedersehen. Kommen, ja? Wiedersehen, ja. Da rennt nur, läuft nur. Der andere Kuchen. Selten so einen schönen Geburtstag gehabt. Deine 50.000 wieder weg. Also manchmal frage ich mich, passt dieser alte Mann eigentlich noch in diese Welt? Täusch dich nicht, Ernst. Vater ist ein alter Fuchs. Franziska und er, zwei Oldtimer. Aber da ist noch allerhand los.
Weichbrühe fahren. Und dann Käsebrot. Magst du? Sehr schön. Danke, Arvia. Du hast dir Tante Martha eine Schiffsreise versprochen, ne? Ja, hab ich. Wann hast du das denn ausgedacht? Ich in der Badewanne saß. Du hast es noch überhaupt nicht gebucht. Nee, man sollte ich denn? Aber ich tue es gleich, wenn wir in Duisburg sind. Erinnere mich dran, sonst vergesse ich es wieder. Ja, das werde ich machen.